Willkommen zu einer weiteren Runde in Elden Ring. Die gute Dame ist jetzt besiegt. Ich habe auch einen entsprechenden Guide dazu hochgeladen, denn die ganzen Versuche, sie platt zu machen, würden eine komplette Folge füllen. Damit ihr euch das nicht antun müsst, habe ich dazu quasi nochmal ein extra Video fertig gemacht. Wenn wir sie platt gemacht haben, haben wir die Möglichkeit, ja, eine Wiedergeburt durchzuführen, um unsere Stats neu zu verteilen und auch eine Anpassung, um unseren Charakter zu verändern. Die Charakterveränderung können wir natürlich auch bei der Tafelrunde durchführen, aber hier dann nochmal alles gesammelt. Nun gehen wir einmal weiter, werden hier in dem Gebiet nochmal so ein paar Dungeons uns anschauen, ein paar Bosse platt machen und danach werden wir auch hier unten rechts das Gebiet uns nochmal genauer anschauen. Denn, ja, das habe ich schon ziemlich lange freigespielt, aber war dort noch nicht wirklich unterwegs. Deswegen machen wir hier erst einmal weiter und schauen mal, wie lange wir brauchen, um den Großteil dieses Gebiets jetzt zu absolvieren. Da haben wir auch schon die ersten Gegner. Ich wollte schon sagen, sind das Spinnen, aber nein, das sind Hände. Wow, okay. Oh shit. Ja. Das lief jetzt nicht ganz so gut. Was machen wir denn da jetzt? Wir können die Hände auf jeden Fall sehen, das ist schon mal gut. Oh, das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Da hätte auch ein normaler Zauberspruch gereicht. Aber okay, wir müssen halt auch hier wieder unsere Umgebung besser im Auge behalten. Oh. Gut, das war jetzt auch wieder ein bisschen unnötig. Aber dieses Gebiet hier könnte das ein oder andere für uns bereithalten. Gut. Die Todeshändchen sind schon mal down. Oh, das war der falsche Zauber. Ah, da hinten ist wieder ein etwas dickeres Ding. Aber auch hier wieder, solange wir nicht überrascht werden, geht das eigentlich. Ja, versteck dich mal nicht hinter dem Baum. Sonst kommen meine Casts nicht durch. Bekomme ich eigentlich jedes Mal, wenn ich das Ding platt mache, Schmiedesteine? Ah, schon wieder der falsche Zauber. Ja, wieder ein Schmiedestein. Sind jetzt nicht so die hochklassigen Dinger. Aber es sind zumindest welche. Na, komm schon.
Oh, sehr schön. Aber ist das nicht sogar das Ding, was ich gerade habe? Wo haben wir denn hier die Zauber? Nein, da natürlich nicht. Da haben wir ihn. Magisches Großschwert, okay. Das klingt doch mal ganz nice. Oh, shit. Ich habe gesehen, dass da was ist, aber ich habe wie immer null reagiert. Erstmal machen wir das Kleinvieh hier weg. Und jetzt kommt das dicke Ding. Und wieder keine Mana. Wunderbar. Und da haben wir wieder einen Stein. Aber in einer minderen Qualität. Da ist eine Hand, aber nur eine kleine. Ja, hier müssen wir echt aufpassen. Oh, verdammt. Aber da hat noch nicht mal das Wegspringen geholfen. Ja, genau deswegen gehe ich jetzt auch mittlerweile nur noch auf Lebenspunkte. Damit man dann auch solche Dinge überleben kann. Ja, verdammt. Ein Stein wurde von der Statue weggeblockt. So, das reicht aus. Oh, da hat mich das Ausweichen dennoch nicht retten können. So, jetzt aber erwischt. Da scheint irgendwo eine Kante gewesen zu sein. Und den Stein nehmen wir. Was? Zum ersten Mal kein Stein. Interessant. Oh, da sehe ich jetzt aber was sehr Wichtiges. Aber das kriegen wir nicht hin, weil das Game eingefroren ist. Nun haben wir es aber wieder aufgetaut. Zusätzlich habe ich mir noch meine kleinen Wölfchen hier geholt. Genau, da haben wir das Ding. Ja, das ist so der einzige Nachteil, den ich wirklich aktuell bei Elden Ring sehe. Dass die Performance nicht so gut ist.
Ich hatte schon den ein oder anderen Absturz, auch das ein oder andere Einfrieren. Und wenn das nicht wäre, wäre es wirklich perfekt. Aber es sind zumindest keine größeren Bugs oder irgendwas. Das sind einfach nur so kleine Nervereien, die einem dann 2-3 Minuten Zeit klauen. Da versteckt sich wieder ein Händchen. Das ist wahrscheinlich eine etwas größere Geschichte. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel getriggert. Ja, shit. Das Ding habe ich kaum sehen. Und schon wieder eingefroren. Das gibt's noch nicht. Na, wir versuchen es nochmal. Es scheint auch so, als wenn FromSoft ein paar Probleme hat, denn ich konnte mich beim Spielserver nicht anmelden. Aber nun scheint es wieder zu funktionieren. Wir gucken mal. Nicht, dass er uns jetzt hier gleich nach 1-2 Minuten wieder rausschmeißt. Okay, wir sind immer noch in der Ruine. Wunderbar. Na, die Wölfchen sind wieder weg. Oh, shit, 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 shit. Aha, mal schnell ums Leben laufen. Okay, wir hatten ganz, ganz kurzen Lag. Ich dachte, wir wären schon wieder eingefroren. Aber nein. Von daher kann es erst einmal weitergehen. Ja, shit. Zu wenig Mana. Aber ich will jetzt keinen Trank raushauen. Da muss ich erst noch mal ein bisschen Fertigkeitspunkte verballern. Haben wir hier wieder irgendwo einen ominösen Geheimgang, den ich nicht finde? Nein. Oder vielleicht auch ja, nur ich finde ihn nicht. Mal schauen, nicht, dass hier irgendwo wieder Hände festhängen. Gut, ein Loyalist. Da liegt jetzt nichts. Schade. Wir können jetzt aber mal... Ja, super. Hier kann ich die Wölfe jetzt wieder nicht rufen. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, denn da vorne haben wir einen Ort der Gnade. Schmiedestein 4 ist okay, aber ich brauche eigentlich was Höherwertiges. 6 und aufwärts. Aber hier können wir uns einmal komplett voll heilen.
Irgendwas kommt doch gleich. Oh shit. Ja, das gute Schild. Oft sehe ich es ja nicht. Aber wenn, dann ist es immer ganz gut. Jetzt muss ich halt schauen, dass nicht parallel zu viele von denen spawnen. Weil dann hätte ich ein kleines Problem. Okay, da hinten geht es wahrscheinlich lang. Deswegen gehen wir erstmal hier hin. Ah, nee, das ist mir zu gefährlich. Wurde er alleine gespawnt? Ja, super. Oh shit. Oh shit, jetzt geht's hier richtig los. Oh, 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 oh. Da geht mir jetzt gerade ein bisschen zu viel ab. Aber das Problem ist, je weiter ich laufe, desto mehr Spawn von diesen Freaks. Wenn ich mir da jetzt nicht mal mein eigenes Grab geschaufelt habe. Da hinten noch der Fall- und Bogenmensch und er hat mich jetzt erwischt. Verdammt. Ja, aber auch in dem Fall selbst schuld gewesen. Zu viele Gegner spawnen lassen. Aber den Loot haben wir ja eingesammelt. Oh shit. Okay, da habe ich das Ding gar nicht gesehen. Dadurch, dass wir ihn getroffen haben, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass dann nichts mehr kommt. Oh, da hat das Ausweichen auch nicht. Oh, verdammt. Da sind jetzt auch wieder viele Runen flöten gegangen. Auf jeden Fall mehr als 10.000. Ja, ich habe gehofft, dass sein Angriff durch unseren Angriff unterbunden wird. Aber nichts dergleichen. Okay. Das ist ja schon mal gut. Gelaufen. Ja, verdammt. Der zweite hat ein bisschen zu lange für seinen Spawn benötigt.
Aber den können wir schön entspannt von dieser Seite aus machen. Wunderbar. Oh. Das schien ja mal eine Falle zu sein. Gut, hinter uns ist jetzt nichts mehr. Heißt, wir müssen uns um das kümmern, was jetzt hier so spawnt. Und die Pfeile oder beziehungsweise Bolzen haben eine verdammt lange Reichweite. Auf jeden Fall deutlich weiter als unsere Zauber. So, den Fall wollte ich noch mal eben abwarten. Gut, außer Range von den Bolzen. Das ist schon recht tricky hier. Den Fallen kann man aber recht gut ausweichen. Da haben wir auch nichts mehr. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, ob wir hier einen Boss finden und was das denn für einer ist. Na, da ziehen wir uns nochmal neue Tränke und heilen uns lieber mal komplett hoch. Oh, 6 Zauber müssen wir da drauf ballern. Goldene Saat ist schon mal ganz nice. Ich brauche aber verdammt viele für die nächste Flasche. Ich habe aber natürlich auch schon ziemlich viele. Nee, da ist nichts. Hinten bei dem Wolf hier kann ich mir auch noch irgendeine Art von Falle oder Hinterhalt vorstellen. Ja, aber da um die Ecke habe ich jetzt nichts wirklich sehen können. Offensiv leuchtet da erstmal nichts. Na, auf der einen Seite hatten wir eine Leiter. Da
Auf der anderen Seite haben wir nichts. Deswegen können wir mal eben schnell hier oben schauen, ob wir da was haben. Ja, zur Abwechslung auch mal wieder ein One-Hit. Wunderbar. Ein bisschen fett. Und er läuft weg, oder wie? Da sollten wir lieber nicht kämpfen. Dann lieber direkt von vorne angreifen. Weil dann kann ich auch mit der Steinschleuder hoffentlich gute Hits platzieren. Dass wir ihm schnell viel von seinen Lebenspunkten weghauen können. Wow, shit, wo kam das Ding denn jetzt her? Oh, ich könnte auch noch meine Wölfe gleich ziehen. So, erstmal die Wölfe. Dann habe ich auch ein wenig Ruhe. Ja, komm schon. Na? Interessant. Ich kann meine Waffe nicht wechseln. Jetzt kann ich die Waffe wieder wechseln. Aha. Trollritterschwert. Das wird doch bestimmt ziemlich nice aussehen. Ich kann es natürlich nicht anziehen. Aber nun gut. So, auf den ersten Blick hat jetzt so dieses Mini-Ding mehr ausgehalten als der ein oder andere Boss, den wir so hatten. Ja, die Wölfe werden gleich wieder verschwinden. Wir sind zu weit weg. Den haben wir noch mal gekriegt. Wunderbar. Hier haben wir auch noch eine Statue, um wiederbelebt zu werden. Na, Loot gibt es hier von dem Gegner nicht. Schade. Weg sind unsere Wölfe. Ja, eine verdammt große Tafelrunde. Da hinten ist auch ein Tor. Aber wir bekommen hier schon
So, jetzt kommen. Jetzt schnell raushauen. Gut, der ist wieder down. Oh, da haben wir einen Großbogen. Wunderbar. Ja, der war wieder nicht so das Problem, auch wenn es einmal wirklich verdammt knapp war. Aber erfolgreich absolviert. Gut, nee, von hier sind wir gekommen. Da hinten leicht rechts müssen wir hin. Obwohl, nee, Moment, warte mal. Wir machen eben noch mal was anderes. Und zwar, das Ding brauche ich nicht. Was machen wir? Wir nehmen uns, glaube ich, so den Bogen. Das Ding könnte echt verdammt viel Schaden machen, weil es auch ziemlich viel Fertigkeitspunkte verbraucht. Brauche auch etwas länger zum Kanalisieren, aber gerade dann erhoffe ich mir eigentlich einen etwas heftigeren Schaden. Vielleicht auch insbesondere so als Opener oder wenn der Gegner gerade auf dem Boden liegt, down ist, auf jeden Fall dann, wenn wir ein bisschen Zeit haben, das Ding zu kanalisieren. Drei Schwestern, okay, wir sind jetzt hier hinter dem Schloss. Da hinten scheint ein Drache zu sein. Da habe ich ja jetzt endlich mal wieder richtig Bock, mich drauf zu stürzen. Was haben wir hier für eine Ruine? Uns wird nicht gesagt, wie die heißt. Ja, der hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Wow, shit. Die Steine machen wieder guten Schaden. Ja, wieder keine Mana, wunderbar. Ja, das habe ich schon kommen sehen, aber zum Glück hat er uns nicht erwischt. So, lauf. Ja, das war echt blöd. Das war richtig dumm. Ich muss ihn aber... Ja, muss ich noch nicht mal. Ich darf mich einfach nicht in den Ruinen befinden. Da brauche ich eigentlich nur ein freies Feld und dann sollte das auch passen.
Da oben haben wir auch wieder einen Turm. Da sollten wir Speicherplatz für Zauber bekommen. Oh, aber jetzt haben wir volle Mana. Ich eier jetzt hier auch nicht wieder rum mit irgendwelchen experimentellen Zaubern. Ja, Shit, zu weit weg gewesen. Oh shit, die sind die durch die Felsen durchgegangen? Sah ja fast so aus. Und auch noch entmountend. Eieieiei. Was ist das denn? Ah shit, und ich habe vergessen, vorher meine Punkte einzusammeln. Ja, der zerfetzt mich gerade echt zu einfach. Na, da habe ich wieder in irgendeine Kuhle gesteckt. Der Opener war schlecht. Zu wenig Schaden. Da sind die hier natürlich deutlich besser. Ja, das hätte ich kommen sehen müssen. Ich stand viel zu nah an ihm dran. So, wo ist er? War's das? Der hatte doch nur die halbe HP verloren. Oder ist er einfach nur auf einen anderen Spot geflogen? Es ist hier zwar ein bisschen neblig, aber drachenmäßig kann ich hier nichts erkennen. Wir schauen erstmal da oben, was dieser Turm uns hier sagt. Wir haben hier keine Statue, wo wir irgendwie einen Schlüsselstein reinpacken können. Interessant. Ich will mal was versuchen. Wenn wir wieder, da kann ich mich eigentlich auch hinporten. Wenn ich mich dahin porte und wieder zurück zum Drachen reise. Okay, hier ist schon mal der Drache nicht. Na, da hinten müssen wir hin. Nee, in der Tat, der Drache ist weg. Ich kann auch die Wölfe nicht mehr beschwören. Das war anscheinend schon der Kampf. Aber der Drache wird uns doch bestimmt irgendwo nochmal über den Weg laufen. Interessant. So, Ranis Turm, das ist ja die gute Dame, die wir platt gemacht haben. Oh, da unten ist auch noch ein Wolf. Wunderbar. Ne, da lebt noch einer. Ne, der ist tot. Gut. Also, hier haben wir Ranis
Turm. Da ist nichts für uns. Bei ihr ist ja noch eine Truhe, für die ich aktuell noch keinen Schlüssel habe. Vielleicht bekommen wir den hier. Okay, gut. Ich wollte eigentlich noch mal da unten nach dem Rechten schauen, aber okay. Dann düsen wir halt hoch. Ja, der Drache bringt mich jetzt schon wieder komplett aus dem Konzept, weil... Ja, gut, das ist das... Ah, die kennen wir doch. Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Renna. When last we met, it pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. No reason in particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? I see. A choice well made. Thou art a rare sort. Not many would have accepted the offer. But I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Wenn wir ihr den Gehorsam verweigern würden, müssten wir gegen sie kämpfen? Good. Then I ask we proceed with haste. There is in my service a half-wolven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find E.G., my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them. What advantage thou canst. I'm sure the others will be doing just the same. Speak with the three who await thee below. Thou needst, it hath been a passing... Okay, gut. Also den Halb-Wolfsmenschen Baldit kennen wir eigentlich. Den haben wir ja schon mal zu uns gerufen. Ich denke mal, er ist es. Jetzt ist halt die Frage, wo sie auf uns warten. Sie hat gesagt, unten. Aber dann ist das Renny. Wow. Oh, so you were the one. Lady Rani has explained everything. Again, I am Iji. The Carian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I'm told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. Let us give all that we together. Ja, dann gib mir doch, was ich will. Dann halt nicht. Dieser Dude ist auch... Ich muss mal eben schauen. Ich meine hier irgendwo. Aber als, ja, physisches Wesen. Ja, da ist der halb Wolfsmensch, aber wieso ist das ein Geist?
Long time, friend. Blythe. Have you forgotten? Glad to have you in the service of Mistress Rani. Well, getting right to business. I'm still in Limgrave. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. I'm going below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron. Okay, durch den Brunnen vom Nebelwald. Hier haben wir den Nebelwald und da ist der Brunnen. Da war ich ja schon. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Selavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you. But since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. Ja, ein sehr netter Zeitgenosse. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be... Okay, wird dann vielleicht hier sein. If it were up to me, I wouldn't waste my time. Ja, aber auch... Na? Was ist jetzt hier los? I reside in... Come and pay me a visit. Should you wish... If it were up to me, I wouldn't... But who am I to stand against? Interessant. Wir sind jetzt hier irgendwie an den Ort gebunden. Da ist so eine, ja, Nebelwand. Aber da vorne ist die. Und da kommen wir nicht durch. Ich kann mich auch nicht wegporten. Interessant. Da komme ich jetzt auch nicht durch. Angreifen kann ich auch nicht. Was ist jetzt hier los? Ja, er hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. I'm going below through the well in the mist. See if I can't find. Don't keep me waiting. Okay, er ist jetzt auch nicht so hilfreich für uns. Let us give all that we can together. Er ist auch nicht wirklich hilfreich. Oder muss ich sie jetzt platt machen? Interessant. Aber ich kann hier auch nicht zaubern. Ah, allow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise.
Ja, die ganzen Infos bringen mir jetzt nicht ganz so viel. Okay. Sie hat sich jetzt vermutlich aber nur wegteleportiert. Die wird ja nicht tot sein. Wie reagieren jetzt die anderen? Ich kann jetzt aber wieder zaubern. Wunderbar. Ich kann mich auch wieder teleportieren. Sehr schön. Und die ganzen komischen Gestalten hier sind auch wieder weg. Ja, es wäre vermutlich einfacher gewesen, wenn wir uns nicht ihrem Willen gebeugt hätten. Interessant. Ja, da ist aber die Tür immer noch versperrt. Ich nehme mal auch an, es wird hier keine Hintertür geben. Und bislang habe ich auch noch nicht herausgefunden, wie man so eine... Ja, hier können wir zumindest untersuchen. Alles fest verschlossen, okay. Irgendwo wird es wahrscheinlich ein Siegel geben, was gebrochen werden muss. Aha, interessant. Ups. Aber von dort kann ich vermutlich auch nicht da oben hinspringen. Das ist zu weit weg. Nee, aber auch wenn ich da hochkomme, darüber wird nicht funktionieren. Okay, was wir jetzt mal machen können, ist zu schauen, ob der Wolfsmensch uns gegenüber, ja, gnädig gestimmt ist oder nicht. Wir können mal eben schauen, ob er überhaupt noch da ist. Ob wir ihn rufen können. Und dann nach Seufra nach unten gehen, in den Untergrund, um dann zu gucken, ob er dort irgendwo auffindbar ist. Ein paar Punkte wenigstens mitnehmen. Beim Drachen habe ich ja dummerweise ein paar Punkte liegen lassen. Ja, der Terrorbär ist am Pennen. So. Da hätte ich natürlich auch nicht dumm rumstehen sollen. Lauf doch weg. Ja, der Zauber knallt natürlich richtig rein. Ein bisschen dumm angestellt habe ich mich bei dem Kampf jetzt auch.
So, und dann gehen wir mal wieder hier zu dem Spot. Und... Na, das war falsch. Ich bin gerade am Überlegen. Da ist es. Fingerschnipsen. Aber vorher muss ich natürlich vom Gaul runter. Er kommt nicht. Okay. Ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Gut. Springen wir mal in den Untergrund. Und schauen wir mal, ob wir ihn hier irgendwo finden. Ein bisschen nach vorne gehen. Jetzt können wir auch unseren Torrent rufen. Aber ich glaube nicht wirklich, dass wir ihn hier irgendwo finden werden. Also die Rennie ist eine sehr komische Gestalt. Ah, shit. Porten kann ich jetzt nicht. Doch, jetzt. Wunderbar. Schauen wir mal, ob er jetzt hier oben irgendwo ist. Ich glaube nicht, dass er beim Ahnengeist ist, aber jetzt so zwei, drei Spots würde ich nochmal eben schnell abklappern, um zu schauen, ob er da ist. Wirklich viel Hoffnung habe ich nicht. Nein, da ist er nicht. Kann auch sein, dass er hier irgendwo ein besonderes Versteck hat, wo wir ihn jetzt finden müssen. Aber so lange und so viel suchen will ich jetzt auch nicht. Nee, da ist er nicht. Dann schauen wir noch mal eben nach oben. Und dann würde es quasi nur noch ein Spot geben, wo ich mir, ja, was heißt vorstellen, eventuell ihn finden würde. Okay, da können wir keinen Schlüssel reinpacken. Der letzte Spot ist quasi links neben dem Fahrstuhl. Da ist ja auch so ein kleiner, ja, ein kleiner Turm. Ein kleiner Raum, je nachdem. Aber es kann natürlich auch genauso gut sein, dass er hier irgendwo die Unterwelt absucht. Auf der Suche nach wer weiß was. Da unten ist nichts. Und da können wir nicht interagieren. Hier auch nicht. Die Statue ist umgehauen. Oh. Ja, ich will mit B immer abbrechen und dann stürmt das Vieh los. Oh, hier wollte ich ursprünglich mal reinschauen. Aber hier ist nichts. Ja, okay. Sehr eigenartig. Jetzt ist halt die Frage, werden wir Rennie nochmal wiedersehen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sie
mit dem, was ich da gemacht habe, getötet haben soll. Aber man weiß ja nie. Hier können wir den Marker wieder wegnehmen. Und dann können wir eigentlich hier nochmal ganz normal weitermachen und schauen, ob wir noch das ein oder andere Geheimnis finden und aufdecken können. Aber wie vorhin schon mal gesagt, guck mal, hier saß eigentlich der Schmied. Man sieht hier auch noch seinen Amboss und alles drum und dran. Der ist jetzt weg. Okay, ich bin maximal verwirrt, aber nicht das erste Mal in diesem Game und ja, wir werden schon irgendwie herausfinden, hoffe ich zumindest, was da jetzt genau passiert ist und welche Konsequenzen das hat.